Da sitzt man nun vor seiner Schreibmaschine und überlegt und überlegt und findet schließlich alles gar nicht mehr so komisch, was da auf dem Papier steht. Naja, vielleicht liegt es daran, dass man etwas Komisches schreiben wollte. Aber was ist schon komisch? Na gut, schön, die Schachpartie, Hoppegarten, der Klavierkauf, das war sicher alles sehr ulkig. Und das Publikum hatte ja auch mächtig darüber gelacht. Dabei bin ich eigentlich nur bemüht, Rolf Herricht ernsthaft darüber aufzuklären, was es im Leben Wissenswertes gibt. Und dann sagt man uns nach, wir zankten uns dabei. Naja, so war es ja wohl schon immer, wenn zwei sich streiten, freut sich der Dritte. Und der lachende Dritte ist nun mal das Publikum. Ich habe die deutsche Sprache ja nicht erfunden und dass manche Worte in ihrer Doppelsinnigkeit Verwirrung stiften. Zum Beispiel, nehmen Sie das Wort anbauen. Man kann an seinem Hause etwas anbauen. Man kann aber auch im Garten etwas anbauen. Wobei man bei letzterem Anbauen anpflanzen meint. Natürlich kann ich an meinem Haus keinen Balkon anpflanzen, das ist doch logisch. Aber es ist eben kompliziert. Ach, meinen Sie nicht? Na bitte, dann hören Sie mal zu. Sehen Sie mal, Herr Herrich, weil Sie nichts tun für Ihre Gesundheit, darum sind Sie immer so müde. Ja, ja. Jedes Mal, wenn ich Sie treffe, sind Sie müde. Da haben Sie recht, Herr Breit. Jedes Mal, wenn ich Sie treffe, wäre ich sofort müde. Nein. Ist wirklich, ich wollte sagen, jedes Mal, wenn ich Sie treffe, wollte ich Sie schon immer bitten, Herr Breit, was kann ich tun gegen diese Müdigkeit? Ja, na, was kann man dagegen tun? Frische Luft schnappen. Frische Luft. Spaziergänge. Gartenarbeit. Ja, sehen Sie mal, Gartenarbeit. Ich schlage Ihnen sogar vor, kaufen Sie sich mal eine kleine Parzelle. Ja, die nehme ich an die Leine und mache damit Spaziergänge. Moment. Wen nehmen Sie an die Leine? Die kleine Gazelle. Nein, ich sagte nicht Gazelle. Ich sagte Parzelle. Eine Parzelle ist ein kleiner Garten und eine Gazelle ist... Ist ein großer Garten, ja. Nein! Das ist eine Antilope. Ach, und die nehme ich an die Leine und gehe damit spazieren. Aber nicht doch. Die leben doch in Nordafrika. Ja, dann geht's ja nicht. So lange Leinen gibt's ja nicht. Nicht? Sag mal, wollen Sie mich nicht verstehen oder was ist los? Gern, Herr Breyer, aber das ist die Müdigkeit. Ach, die Müdigkeit. Ich sagte ja eben, Sie brauchen einen Garten. Ich brauche keinen Garten. Wieso brauchen Sie keinen Garten? Ja, was soll ich mit zwei Gärten, nicht? Was? Ach, Sie haben schon einen Garten? Ich habe schon einen, ja. Na ja, warum sagen Sie das denn nicht gleich? Ja, wir sprechen ja hier von Antilopen und so. Aber nein, wir reden auch vom Garten, so, bitte so. Schön, ja? Nun erzählen Sie mal was über den Garten. Ja. Was haben Sie denn so angebaut? Ich habe im letzten Sommer einen Schuppen angebaut. Nein, ich meine mit Anbauen anpflanzen. Ja, wie Sie wollen. Also ich habe einen Schuppen angepflanzt. Aber nicht doch. Na, bitte, nicht missverstehen. Also gut, bleiben wir erstmal beim Schuppen. Bitte. Was haben Sie in dem Schuppen drin? Geräte. Naja, was für Geräte? Auch schöne Geräte. Naja, haben Sie eine Hacke? Das verbitte ich mir. Naja, Mensch! Ich meine doch, mit Hacke meine ich ein Gartengerät, genau wie eine Harke. Ah ja, eine Harke habe ich. Ja, die kann ich Ihnen zeigen, wenn Sie mal kommen. Nicht? Brauchen Sie mir nicht zu zeigen, ich kenne doch eine Harke. Ja, man sagt doch so, dem werde ich zeigen, was eine Harke ist, nicht? So, und was machen Sie zum Beispiel mit der Harke? Damit harke ich. Ja, oder? Ich harke nicht. Pflegen Sie damit Ihre Gartenwege? Ja, natürlich. Pflegen Sie damit Ihre Beete? Auch die Beete, ja. Auch die Beete? Ja, ja. Sie haben Beete? Ja, natürlich habe ich Beete. Ach, Sie haben Beete. Beete über Beete. Also ich habe rote Beete, schwarze Beete, grüne Beete, gelbe Beete. Lauter bunte Beete. Ja, nur erzählen Sie ja keinen Kohl, nicht? Ja, Kohl habe ich auch. So. Ja, ja. Schweißkohl, Rotkohl, Grünkohl, Braunkohl. Also reinste Blumenkohl. Also damit wollen Sie wohl dokumentieren, dass Sie auch Blumen haben, ja? Ja, natürlich habe ich Blumen. So, ja, ja, ja. Gleich, wenn Sie reinkommen, bei mir in den Garten, da ist links, da sind die Schwiegermütterchen. Was denn? Stief! Nein, stehen gerade, nicht schief. Also die sind vollkommen klar. Und da habe ich die Glöckchen, die Schneeglöckchen, die Maiglöckchen, die Osterglöckchen, das ist ein Gebimmel den ganzen Tag, Herr Breyer. Also reden Sie doch keinen Unsinn. Moment mal, eine Frage. Haben Sie zufällig auch meine Lieblingsblumen? Ja, bestimmt, ja, ja. Ja, ja, bestimmt. Sie wissen ja noch gar nicht welche. Ja, ich vermute Löwenmaul, nicht? Bitte! Hyazinthen! Ja, ganz hinten! Ja, da! Da habe ich die, Chlodalien, diese... Moment, bitte, wen? Die Chlodalien. Kennen Sie wieder nicht. Das sind die großen, bunten, dicken, die langen. Die Chlodalien. Na, die... Sie meinen Gladiolen. Nee, meine ich bestimmt nicht. Ich habe ja keine Krokodile im Garten, nicht? Das... Moment, das verwechseln Sie jetzt mit Alligatoren. Verwechseln überhaupt nicht. Das kenne ich. Da gibt es ein Musikstück, das heißt Einlauf der Alligatoren. Na, nicht doch. Nein. Das ist der Einzug der Gladiatoren, ja? Und Gladiatoren sind römische Schwertkämpfer. Schwertlilien. Schwertlilien sind Blumen. Eben, ja. Blumen, eben, ja, aus der Familie der Hesperis. Die kenne ich nicht. Ich kenne nur die Familie Krüger, wohnt nebenan bei mir. Aber nicht doch. Das sind doch Nachtschattengewächse. Nein, sind... Ne-
kann nicht sein. Sind nette Leute, haben mir neulich erst Tomatenstauden geschenkt. Wissen Sie, Tomaten? Ja, Tomaten. Das sehen Sie mal an. Das sind doch auch Nachtschattengewächse. Das ist ja wunderbar. Gar nicht wunderbar. Waren so klein, mickrig diese. Na ja, klar. Zu Anfang sind sie so klein und mickrig, denn die brauchen ordentlichen Dünger. Ja, ja. Was für Dünger? Ordentlichen Dünger. Sehen Sie mal, Sie haben Ihre Tomaten also in Reihe und Glied gepflanzt. Ja, habe ich gemacht, ja. Ja. Was haben Sie dann gemacht? Dann habe ich die Tomaten gegessen. Als Sie noch ganz klein waren. Als ich noch ganz klein war, habe ich auch schon gern Tomaten gegessen. Nein! Als die Tomate noch ganz klein war, haben Sie sie doch gedüngt. Da habe ich sie gedüngt, ja. Ja, sehen Sie mal. Und womit haben Sie sie gedüngt? Da habe ich sie gedüngt. Na nun, zum Beispiel mit Phosphor. Ah ja. Ja, und warum? Damit Sie nachts im Schatten besser leuchten. Bitte! Sie haben gesagt, das sind Nachtschattengewächse. Na sagen Sie mal, was sind Sie denn für ein Gärtner? Ein guter. So, eine andere Frage, eine ganz andere Frage. Bitte. Kompost. Ja, Post kommt, zweimal in der Woche. Der Briefträger. Ich rede von einem Haufen. Ja, manchmal kommt ein Haufen Post, nicht? Das ist verschieden, manchmal weniger. Bitte schön. Ich rede von einem Komposthaufen. Ja. Jeder macht doch in seinem Garten einen Haufen. Ja, also ich nicht. Jeder gute Gärtner macht in irgendeiner Ecke einen Haufen. Ja, also das tut mir leid für die anderen Gärtner. Mein Garten bleibt sauber. Und was heißt denn sauber hier? Sauber, sauber. Apropos sauber. Ja. Müssen Sie Ihr Wasser eigentlich pumpen? Nein, ich brauche mir nichts zu borgen, weil ich habe gleich hinterm Haus einen kleinen Bach, der plätschert da so lang. Also Sie haben einen Bach? Einen kleinen Bach, ja. Also ein Wassergrundstück. Ja, natürlich. Das ist ja wunderbar. Das, ja, ja. Das ist ja richtig bequem. Sehr nicht? Bequem, was ja. Können Sie da zum Beispiel machen? Ja, ich könnte es mir bequem machen, ne? Nein. Ich meine, da können Sie doch jederzeit Ihren Garten sprengen. Könnte jeder. Soll mein Garten sprengen? Ja, natürlich, zum Beispiel das Obst. Das Obst soll ich sprengen? Ja. Na, die Äpfel! Ach so, drum sagt man Granatäpfel. Ach, bitte nicht! Was wissen Sie von der Gärtnerei? Nichts! Nein. Kennen Sie Äpfel? Kennen Sie zum Beispiel einen Klarapfel? Na klar, kenne ich einen Apfel. Gibt's zum Beispiel einen Gallensteiner? Nicht? Nein! Den gibt's nicht, denn der heißt Grafensteiner. Ach so, und dann gibt's den Holzkopf. Bitte! Das ist nicht der Holzkopf, das ist der Bosskopf. Sagen Sie mal, Herr Herrich, ich habe Sie im Verdacht, Sie wollen mich hier veräppeln. Nein, keineswegs. Also das liegt mir fern. Na? Ja, aber. Na? Eine andere Frage. Oh. Wo spielt der Apfel ja. eine ganz bedeutende Rolle? Beim Apfelmus. Nein, am Theater. Ach so, da meinen Sie Schneewittchen. Nein, meine ich nicht. Nee. Passen Sie mal auf. Wo steht geschrieben, durch diese hohle Gasse muss er kommen? In der Straßenverkehrsordnung. Nein! Bei Wilhelm Tell. Und dieser Wilhelm Tell, ja? Ja? Der schoss wohin? In die hohle Gasse. Nein! Der schoss auf einen Apfel. Und wer hatte den Apfel auf dem Kopf? Schneewittchen. Aber nicht doch! Der Sohn. Ach, der Sohn von Schneewittchen. Von Wilhelm Tell. Schneewittchen hat den Sohn von Wilhelm Tell? Alter, ach, nein, ist denn das die Möglichkeit? Was Sie hier so... Das ist ein Drama. Und in diesem Drama Wilhelm Tell schoss der Vater Tell ja? auf den Apfel, den sein Sohn auf dem Kopf hatte. Ist das klar? Das ist klar. Ist das völlig klar? Völlig klar. Und warum schoss er auf den Apfel? Es war ein Klarapfel. Also, das ist die Möglichkeit. Mensch, das ist ein klassisches Drama. Aha. Ja, sehen Sie mal, ich habe den Tell, habe ich selbst einmal gespielt. Ja, da muss ein Drama gewesen sein. Ja. Herr Herricht, ja? Ich habe eine Idee. Ach du liebe Zeit. Was heißt ach du liebe Zeit? Naja, ich weiß, was jetzt kommt. Jetzt haben Sie einen Laden. Sie heißen Tell und Sie verkaufen Apfel. Ich muss da rein, muss die Äpfel kaufen. Und das freut nein, nicht doch. Diesmal nicht verkaufen. Sondern? Diesmal spielen wir beide Theater. Ach ja, was machen wir? Wir beide spielen Theater. Nein. Ja, die berühmte Apfelschussszene. Ja, die spielen wir beide, ja, damit Sie sie kennenlernen. Ja, gut, ja. Aber Herr Pall, Sie nehmen den Apfel auf den Kopf, ich schieße. Nein. Der Wilhelm Tell ist meine Rolle. Den Text von den anderen Rollen kann ich gar nicht. Ja, wenn ich erst geschossen habe, brauchen Sie keinen Text mehr. Bitte? Wilhelm Tell ist meine Rolle. Sie spielen den Walter. Nehmen Sie mal den Apfel. Ja. Ach, und Sie haben die Pistole, dieses. Das ist doch keine Pistole. Keine Pistole. Na, was ist das? Das ist eine? Eine? Armbrust. Ah. Sehen Sie mal, das ist ein Ding, was? Ja. Das hier vorne ist der Bogen. Ja. Und das hier hinten? Ist die Brust. Nein. Nein. Das hier ist die Pfanne. Ah, ja. Und was kommt in die Pfanne? Ach, der Apfel. Machen wir Bratapfel. Dann. Nein. In die Pfanne kommt der Pfeil. In die Pfanne kommt der Pfeil. Bitte. Sie stellen sich jetzt da drüben hin. Ich? Da drüben hin, ich bleibe hier stehen. Jawohl. Sie legen den Apfel auf den Kopf. Mache ich. Und ich lege die Armbrust an. Herr Pall, ja? Wenn ich jetzt den Apfel auf dem Kopf habe, ja. bin ich dann der Sohn? Das habe ich eben lang und breit erklärt. Sie sind jetzt mein Sohn. Ist recht, Vati. Bitte!
Also, los, wir können. Vater, schießt du dahin, wo du hinguckst? Natürlich. Oh, dann muss ich den Apfel hier hinhalten. Schluss, jetzt geben Sie den Apfel her, nehmen Sie die Armbrust. Ja. Jetzt werde ich Ihnen zeigen, wie man einen Sohn darstellt. Aha, ja, warum denn nicht gleich so? Also jetzt nehmen Sie den Apfel auf die Birne und bitte, bist du bereit, mein Junge? Frisch, Vater, zeig, dass du ein Schütze bist. Was ist jetzt wieder los? Das ist klassischer Text. Ah. Und Sie müssen sagen, öffnet die Gasse, Platz. Muss ich sagen? Ja, das ist selbstverständlich. Jetzt. Öffnet die Kasse oder ich platz. Nein! Welches Kind ist denn das so schwer? Schweig, Bengel, iss deinen Apfel. Du brauchst Vitamine, sonst rufe ich die Mutter, die Tellerine. Gut, ich gebe Ihnen recht. Das klingt schon amüsant. Aber es ist doch reichlich verwirrend. Uns selbst macht es zwar auch immer wieder einen Heidenspaß, mit Worten und Begriffen zu jonglieren, sodass man oft meint, in ein unentwirrbares Gestrüpp geraten zu sein. Sehen Sie, das, was bei unseren Zuschauern und Hörern diese Lachstürme auslöst, sind eigentlich oft Schockwirkungen, da sie sich selbst ertappen, an eine ganz andere Wortdeutung gedacht zu haben. So, und nun noch etwas zu den Aufnahmen. Das sind natürlich alles Mitschnitte. Mitschnitte aus den verschiedensten Veranstaltungen und daher in der Wiedergabe recht unterschiedlich. Aber uns kam es auf die Publikumsresonanz an. Sie ist oft so mitreißend, dass es Ihnen sicher auch Freude machen wird, sich diesem Kreis anzuschließen. Gemeinsam lacht es sich nun mal besser. Setzen Sie sich mal allein vor einen Fernseher und betrachten Sie ein Lustspiel. Oder das Gleiche unter vielen Zuschauern im Kino. Apropos Kino. Nur das ist ja ein herrlicher Übergang. Eine Kinoszene ging mir nämlich schon lange durch den Kopf. Aber welcher Stoff eignete sich am besten, ihm komische Seiten abzugewinnen? Da kam mir nun an einem Fernsehabend der Krimi zu Hilfe. Ein Krimi von Edgar Wallace. Und die Kino-Krimi-Szene konnte beginnen. Ich habe nämlich wenig Zeit. Ich möchte nämlich jetzt gerne ins Kino gehen. Ja? Ach, Sie gehen ins Kino? Ja, gehen Sie jetzt nicht gerne ins Kino? Oh, ich gehe gerne ins Kino, ja. Nicht oft, aber gern. Aha, wie war es denn? Aufregend. Wieso aufregend? Ich hatte meine Eintrittskarte vergessen. Weißt du? Typisch. Ich dachte schon, Sie hätten einen Krimi gesehen. Nein, in Krimis gehe ich ja nicht. Was, Sie gehen nicht in Krimis? Nein. Wieso nicht? Ist mir die Handlung zu kompliziert. Was, die Handlung? Jeder sieht heute Krimi, jeder liebt Krimi. Krimi gehört doch zum guten Ton. Nee, aber trotzdem, Herr Prall, ich verstehe Krimis nicht. Was? Wissen Sie, ich weiß immer nicht, wer ist der Täter und so und die vielen Figuren. Sagen Sie mal, gehen Sie in den Krimi? Ja, ich gehe jetzt. Ach, Herr Prall, ja. Das ist natürlich eine Idee. Ich komme mit, Sie erklären mir alles, dann verstehe ich sogar einen Krimi. Nein. Außerdem bekommen Sie auch gar keine Karte mehr. Naja, nur eine Karte wird man ja wohl noch kriegen. Ne? Wetten, dass Sie keine Karte mehr bekommen. Na, ich kann es doch versuchen. Sie können es versuchen, aber ohne mich, denn ich gehe jetzt, denn ich möchte den Anfang meines Krimis nämlich nicht verpassen. Der Anfang eines Krimis ist nämlich das Wichtigste. Aha. Ja, gerade bei einem Edgar Wallace, sonst versteht man den so schlecht. Ach, der spricht wohl undeutlich. Sagen Sie mal, kennen Sie Edgar Wallace nicht? Na, ich kenne keine Filmschauspieler. Das ist ein ganz berühmter Schriftsteller. Und der spricht undeutlich? Der schreibt. Ach, der schreibt undeutlich. Blödsinn. Der schreibt Blödsinn und dann ist der berühmt? Das ist ein Engländer. Und mit dem gehen Sie ins Kino? Ein Edgar Wallace erwartet mich im Kino. Ach, der ist schon da, der wartet auf Sie. Das ist ja prima, das ist ja nett. Das ist ein Kriminalschriftsteller, der hat viele Bücher geschrieben. Kennen Sie zum Beispiel den Hexer? Nein, kenne ich nicht. Kennen Sie den Zinker? Nein, kenne ich auch nicht. Und mit allen dreien gehen Sie ins Kino? Ich gehe mit niemandem ins Kino. Du hast ja drei Karten übrig, können Sie mir doch eine abgeben. Nein, ich gebe Ihnen keine, aber ich habe nämlich nur eine Karte, ja? Ich möchte im Kino meine Ruhe haben. Ach. Der Film ist nämlich sehr schwierig und sehr kompliziert. Ja. Der heißt Her mit dem Zaster. Das ist eine sehr spannende Geschichte. Da geht es um Geld, um eine Bank und eine schöne Frau. Ach, und die fährt den LKW. Was denn für ein LKW? Da sagten Sie nicht, her mit dem Laster? Ach, Quatsch, mein Kind. Nicht Laster, ich sagte, her mit dem Zaster. Und Zaster ist Jargon. Ach, das ist Jargon. Was ist das? Das ist Jargon. Denn das nur wieder? Ja, in den englischen Krimis, da sprechen doch die Verbrecher eine ganz besondere Sprache. Nämlich? Englisch. Nein, Jargon. Ja? Jargon? Ja, muss ich Ihnen denn noch in Verbrecherjargon erklären? Wäre schön. Ja, wäre schön, ja. Sagen Sie zum Geld immer Geld? Bitte?
wenn Sie Geld bekommen, was sagen Sie da? Donnerwetter, schon wieder so wenig. Nein! Naja, Sie nicht, Sie haben wahrscheinlich genug, weiß ich nicht. Kennen Sie den Ausdruck Lappen? Lappen kenne ich, ja. Ja, wo kommt der vor? Vorwiegend in Lappland. Aber nein, das ist Jargon. Ach, das ist Jargon. Das ist Jargon. Und das ist Jargon, wenn ich zum Beispiel zu Ihnen sage, na, Sie haben aber Zorn in der Hose. Ja, das ist eine Schweinerei. Das ist eine Schweinerei, aber eine echte. Nein, das heißt volle Brieftasche. Das heißt volle Brieftasche? Das heißt volle Brieftasche. Wie war das? Das heißt Zorn in der Hose. Das ist Jargon. Das ist Jargon, ja. Was ist denn? So sprechen die Verbrecher. Ja! Im Krimi. Im Krimi. Damit es geht, wenn Sie es nicht glauben, hier lesen Sie im Filmspiegel, da steht alles drin, was Sie über den Inhalt dieses Filmes wissen müssen. Bitte. Ah, ja, okay. Hier. Ja? So, bitte sehr. So, oh, Krimi. Na, Krimi. Nun lesen Sie mal. Was steht da? Nichts. Bitte, was steht da? Nichts konnte Eddie davon abhalten, in dieser Nacht den Plan auszuführen. Dichter gelber Nebel lagerte in den Straßen. Die Straßenlaternen waren kaum sichtbar. Das ist ja gruselig. Ein Krimi muss ja auch gruselig anfangen. Er muss gruselig. Sehen Sie mal, an der nächsten Ecke passiert nämlich schon ein Überfall auf eine Bank. Auf eine Bank? Auf eine Bank, eine ganz besondere Bank. Eine Eckbank. Nein. Kennen Sie denn keine Bank? Natürlich kenne ich Bänke. Ja, nicht Bänke, Banken. Die Einzahl heißt Bank und die Mehrzahl heißt? Bänke. Banken. Im Gegensatz zu Schrank, da heißt es? Schranken. Nein. Schränke. Aber ich weise Sie in die... Schränke. Nein, Schränke. Mensch, Finn, machen Sie mich nicht schon ja, wieder. Ja, für ein Krimi braucht man harte Nerven. Das ist so, also, Herr Palm, aber das Beste, wir machen es wie immer. Sie erklären es mir anhand eines praktischen Beispiels. Was, was, was? Eine Szene spielen? Eine Szene spielen. Wir spielen den Krimi, dann verstehe ich ihn. Was? Was? Sie spielen hier diesen Eddie. Ja, das ist doch der Ganove. Das passt ja prima. Na? Aber dann ganz von vorne bitte, damit nichts schief geht. Dann müssen wir das so machen, ich erkläre Ihnen einen ganz normalen Vorgang auf einer Bank. Wir nehmen mal diesen Tisch, ja? Den Tisch, ja. Das ist jetzt unsere Bank. Ach, der Tisch ist eine Bank. Der Tisch ist eine Bank. So, und jetzt? Na, jetzt komme ich und frage, ach, entschuldige, ist noch ein Plätzchen frei? Nein! Ist doch keine Sitzbank. Ach so. Der Tisch ist jetzt ein Schalter. So, und ich stehe jetzt hinter dem Schalter als Haupt... Schalter. Hauptkassierer. Aha. Ja, und Sie kommen rein. Und ich kassiere. Nein, Sie sind jetzt die Kundschaft. Ach, das hätten Sie doch gleich sagen. Das habe ich doch gesagt die ganze Zeit. Alles klar, ich komme. Was machen Sie denn da? Ich kundschafte. Ach, was kundschafte? Ich meine, ich lese erst mal die Öffnungszeiten. Lassen Sie den Blödsinn sein, kommen Sie jetzt gefälligst rein. Bitte schön. Sonst haben Sie einen Drehwurm? Drehtür. Hat ein bisschen zu viel Schwung, entschuldige mich. Also bitte jetzt. Guten Tag. Guten Tag. Guten Tag, Herr Hauptmann. Hauptkassierer! Oder so. Guten Tag, meine Herren. Sie wünschen? Ich wünsche... So, jetzt müssen Sie Geld abheben. Ich muss Geld abgeben? Ich habe nicht einen Pfennig. Nicht abgeben, abheben, ja? Abgeben. Ich habe das Geld, ich zahle es Ihnen aus. Sie haben zum Beispiel ein kleines Formular ausgefüllt und auf dieses Formular hin zahle ich Ihnen jetzt 100 Mark aus, ja? Ist das klar? Wir nehmen mal mein Geld hier, damit das besser gespielt werden kann. So. So, ach, was denn jetzt? Da ist ja auch die Kinokarte hier. Ja, die bleibt drin. Die interessiert überhaupt nicht. So, ich zahle Ihnen jetzt, wie Sie sehen werden, das Geld aus. So macht man das. Ja. Einfach bitte. So, mein Herr, was ist das? Das Betrug. Bitte, was ist das? Na, Sie sprachen von 100 Mark, das sind nur 5. Oh Mensch, es geht nochmal, wir spielen doch bloß. Oh. So, bitteschön. So, was ist das? Das sind 2,50 Markscheine. Das ist ein ganz normaler Vorgang auf einer Bank. Ach, das ist ein ganz normaler Vorgang. Jawohl, haben Sie das endlich verstanden? Nein, ich glaube nicht. Was? Wieso denn nicht? Müssen wir gleich nochmal machen, nicht? Jetzt kommen wir nämlich zum Clou. Wissen Sie was? Jetzt spielen wir nämlich mit dem Geld, ja? Na, die Filmszene. Ah, jetzt kommt der Krimi. Ja, jetzt kommt der Krimi. Schauen Sie auf, ich werde Ihnen zeigen, wie raffiniert dieser Eddie auf der Bank vorgeht. Ja, ja und so kommt Sie. Spielen jetzt mal den Kassierer. Ah, ich spiele jetzt den Ganoven. Ja, endlich mal eine richtige Fachrolle für Sie. Bitte? Ja. Alles klar, wir können. So, Kragen hoch. Jawohl, ist noch. Sie doch nicht. Ich kann mich erkälten, ne? Ist ja klar. Passen Sie auf, Eddie kommt. Eddie, Kuckuck, hier bin ich, Kuckuck. Sie dürfen mich doch nicht bemerken. Ach, ich darf Sie nicht bemerken? Nein. Dann kommen Sie am besten nochmal. Ich komme ganz unauffällig zu Ihrem Schalter. Ja. Passen Sie auf, so rum. Unauffällig. Ja.
Jetzt bin ich da. Und ich bemerke nichts. Natürlich. Jetzt bemerken Sie etwas. Ach, jetzt bemerke ich etwas. Ja. Und was bemerken Sie? Etwas Bemerkenswertes. Na? Was ist das? Das ist eine Pfeife. Das ist keine Pfeife, das ist eine Pistole. Und ich nehme dazu nur meine Pfeife. Denn ich will was von Ihnen haben? Na, vielleicht Feuer. Nein! Geld! Und warum? Damit Sie sich ein Feuerzeug kaufen können. Nein, Mensch, es geht noch mal. Was bin ich? Sehen Sie doch her! Oh. Sie sind eine Pfeife! Mensch! Warum schreiben Sie das? Das wissen wir alle, weil wir können ja nicht. Also, alles klar. Her mit den Mäusen! Ja, würde ich in der Zoohandlung versuchen, ist gleich hier. Her mit den Piepen! Ja, ist zum Piepen, was Sie alles wollen, wirklich. Hängt's ab! Ja, wo ist was ab? Hands up, das heißt Hände hoch, das ist Englisch. Ich bedrohe Ihr Leben. Ich will das Geld. Ja, warum schreien Sie denn so? Da liegt's ja. Nun nehmen Sie es doch. Es gehört doch Ihnen. Mensch, Sie begreifen es nicht. Sie begreifen es nicht. Ich habe Ihnen von Anfang an gesagt, ich verstehe Krimis nicht. Na, dann kann ich Ihnen auch nicht mehr helfen. Ach doch, wir könnten die Rollen vielleicht mal tauschen. Was tauschen? Darf ich mal Ihre Pfeife rauchen? Haben. Eine Frage noch, Herr Peil. Ja, bitte. Wann fängt der Krimi an? Ich habe Ihnen schon mal gesagt, Sie bekommen keine Karte mehr. Jetzt lassen Sie mal meine Sorge sein. Also, ich bin der Eddie. Donnerwetter, ist das hier eine Bank? Unauffällig. Eine ganz unauffällige Bank. Ich darf Sie doch nicht bemerken. Haben Sie da irgendetwas zu bemerken? Jetzt erst einmal Hände ab und zu mal hoch, oder wie das? Gut. Halten Sie Ihren Jargon, sonst hören Sie die Mäuse piepen. Hier ist das Geld. Ich will kein Geld, ich will die Brieftasche. Was ist meine Brieftasche auf? Ich habe vielleicht eine Wut in der Jacke. In der Hose! Doch, Jacke wie Hose! Hier, Menschen, nehmen Sie doch alles, verdammt nochmal! Ich will nicht alles, ich will nur die Kinokarte! Nun hören Sie sich das an. Man sollte meinen, ich wohnte im Walde. Diese geschwätzige Dame, die ihren Schnabel nicht halten kann, ist Erna. Erna, unser Stubengeier. Auf Lateinisch Melopsitacus undulatus oder zu Deutsch der Wellensittich. Da staunen Sie. Ja, aber so etwas musste ich alles erforschen, da ich durch unsere Erna erst auf die Idee kam, einmal eine Szene über unsere kleinen Freunde zu schreiben. Ich stellte es mir ganz lustig vor, Rolf Herricht als zukünftiger Haustierbesitzer, sei es nun Hund, Katze oder Vogel, und ich als erfahrener Tierexperte, der schon einen Vogel, naja, ich will nicht vorgreifen. Ich hatte es mir leichter gedacht und hoffte, Rolf Herricht zu überzeugen, dass die Haltung von Haustieren nicht ganz einfach sei, denn... Wenn man sich ein Tier anschaffen will, ja, dann muss man zumindest ein bisschen Ahnung von Tieren haben. Das ist klar. Und aus diesem Grunde habe ich mir dieses Tierbuch hier gekauft. Das ist klug, was? Das Buch. Nein, ich meine die Idee, sich ein Tierbuch zu kaufen, denn da steht ja alles drin, was man über Tiere wissen muss. Zum Beispiel Tierzucht, Tierpflege, ja, Tierkrankheiten und so weiter und so weiter, ja. Ist ja klar. Na ja, Miss Kind, Sie wissen doch, ich habe doch einen Vogel. Ja, das weiß ja jeder, nicht? Bitte! Ich meine doch einen richtigen. Ja, und was haben Sie eigentlich für ein Vögelchen? Ich habe einen Harzer Roller. Bitte, was haben Sie? Ich habe einen Harzer Roller. Ah ja. Sprachen wir nicht eben vom Vogel? Sag mal, kennen Sie denn keinen Harzer Roller? Ja, doch, ja. So klein und gelb? Ja, ich mag ihn nicht. Ich mag ihn nicht so. Der riecht doch so. Ne? Bitte? Der riecht doch nicht. Naja, wenn er frisch ist, riecht er noch nicht so, zugegeben. Das heißt nicht frisch, das heißt jung. Also, gut, das ist klar, ja. Gut, ich hab's nie gehört, aber wie Sie wollen. Also der Käse ist nicht frisch, er ist jung. Wer redet denn hier von einem Käse? Der Harzer Roller ist ein Kanarienvogel. Aber wie der Name schon besagt, kommt er woher? Aus dem Harz. Nein,
Von den Kanarischen Inseln. Dort fliegt er frei umher. Guck mal an. Ja, Kanarische Inseln heißen aber gar nicht so. Die heißen eigentlich Hundeinseln. Ach ja. Ja, nun wissen Sie hoffentlich, was Harzer Roller sind, ja? Ja, fliegende Hunde. Bitte! Das ist ja wieder, um junge Hunde zu kriegen. Ja, sehen Sie, Herr Paul, nun kommen wir endlich zum Thema. Also, wie gesagt, ich will mir einen Hund anschaffen. Ja. Dann fangen Sie erst mal klein an. Mit kleinen Hund? Nein, wir werden nachsehen in meinem Buch, da wird ja sicher was drinstehen. Was Passendes für Sie, wenn wir schon finden. Oh, hier. Blätter. Was? Hier? Ah, ja. Da sehen Sie, aufgeschlagen schon habe ich es. Eine Hundehütte. Was ist das? Eine Hundehütte. Das ist ein Terrarium. Ach so. Und was kommt da rein in das Terrarium? Ein Terrier. Nein, da kommt rein zum Beispiel ein Goldhamster. Ein Goldhamster. Goldhamster? Goldhamster? Ja? Aber teuer. Wieso teuer? 2 bis 3 Mark das Stück. Ja, das sind's aber nicht die echten. Bitte. Also lesen Sie erst mal nach, was hier steht über den Hamster, ja? Bitte schön. Also. Taramchi Buffinace Kaluppe. Was ist jetzt los? So rum. Bitte, der Hamster. Ich dachte, es ist lateinisch. Na nun. Na gut, also. Hier, andere Seite, da fängt's an. Da ist er. Also. Der Hamster ist bösartig und übellaunig. Sehen Sie mal an, Herr Prall, der auch. Nicht nur... Bitte! Also sehen Sie sich erst mal den Hamster an. Gefällt er Ihnen? Oh, gefällt mir gut. Gefällt Ihnen gut, ja. Hübsch, was fällt Ihnen da zum Beispiel am Kopf auf? Am Kopf fällt mir nichts auf. Na ja, doch, natürlich, ja. Fällt mir auf. 2 Ohren fallen mir auf. Nein. Nein, Ohren fallen mir nicht auf. Gut, bitte, bitte. Ich meine doch die Hamstertaschen. Die Hamster... Na, wo hat er denn die Hamstertaschen? Wo hat er denn die Hamster... Na nur. Ich, wo der die Hamster... Vielleicht hat er sie vergessen, oder was? Bitte. Die hat er am Kopf. Wie sagt man dazu? Der hat was am Kopf. Ach was? Backentaschen. Backentaschen. Backentaschen, jawohl. Und was trägt er in den Backentaschen? Backware, oder? Oh, na, besser noch. Und sowas will sich ein Hund kaufen? Ja, gerne. Ich möchte bloß wissen, was für einen. Das kann ich Ihnen sagen. Diesen hohen, die heißen die... Diese langen... Hä? Warte mal. Ja, ja. 8 Pfundländer. Diesen. 9 Pfundländer. Na, auf 1 Pfund mehr oder weniger kommt es ja wohl nicht an. Sag mal, kennen Sie sich überhaupt aus in Hunderassen? In Hunde, aber, Herr Breit. Wenn der Jäger auf die Jagd geht, nimmt er was mit? Eine Flinte. Was denn noch? Noch eine Flinte. Wieso denn? Vielleicht eine Doppelflinte. Ich weiß nicht. Den Dackel. Eine Flinte für einen Dackel. Ja. Sonst mal, haben Sie schon mal einen Dackel schießen sehen? Ganz selten. Ganz selten, Herr Breit. Wenn der Jäger auf die Fuchsjagd geht, ja, dann setzt er den Dackel auf die 4. Ach, und darauf reitet der Dackel hinterher? Nein, nein, nein! Ich sagte nicht Pferde, ich sagte Fährte. Fährte, ja. Nun passen Sie auf, plötzlich ja? knackt es im Unterholz. Was macht der Fuchs, na? Was macht der Fuchs? Was macht der? Er schnürt plötzlich davon. Was macht der? Er schnürt plötzlich davon. Aha. Und was macht der Dackel? Der schnürt auch davon. Der schnürt sein Päckchen. Ich weiß doch nicht, was die Tiere da im Walde treiben. Was merkwürdig. Ihn packt das Jagdfieber. Ah, jetzt kriegt er auch noch Fieber. Da müssen wir mit ihm zum Arzt oder irgendwas. Aber doch nicht zum Arzt. Keine Warum? Krankheit? Das ist eine Krankheit. Aber eine richtige Tierkrankheit ist zum Beispiel die Tollwut. Ah ja, ja die kennen. Tollwut kenne ich. Sondern Sie kennen immer alles. Tollwut kenne ich. Woran erkennen Sie denn die Tollwut? Ja, das, Na? Stechender Blick. Ja. Gereiztheit. Ja. Wutanfälle. Immerzu. Und übertragbar auf den Menschen. Ja, das wissen wir ja, nicht? Bitte! Lieber Herr Herrich, Sie ein Tierhalter sind, dann müssen Sie ein bisschen Ahnung von Tieren haben. Ja, von, das ist wahr. Von Tierkrankheiten. Das muss man. Denn der Tierarzt fragt ja nicht das Tier, er fragt Sie. Ja, das Nun stellen Sie sich vor, Ihr armer Hund würde eines Tages krank. Das ist nicht so schlimm, gibt's ja Tierärzte, nicht? Geht zum Tierarzt, fertig. Der arme Tierarzt. Wieso denn? Waren Sie schon mal in der Tierarztpraxis? Nein, noch nie, aber wie ich Sie kenne, werden Sie es mir ja gleich erklären. Lerne ich wieder so viel von Ihnen. Ach, Sie wollen was lernen? Ja. Gut, schön, wird ja auch höchste Zeit. Sie sind jetzt der Tierarzt? Der Tierarzt. Und ich bin? Der Hund. Nein! Ich bin das Herrchen. Das ja. Bitte? Das Herrchen. Ja, was gibt's denn da zu lachen, sagen Sie mal? Ist alles klar, Herr Ball. Jeder Hund hat ein Herrchen. Jeder hat ein. So, und jetzt komme ich. Jetzt komme ich. Ja? Ja, Moment mal, Herrchen. Was denn nur schon wieder? Hat denn das Herrchen ein Hundchen? Ja, das will ich ja jetzt gerade holen. Ein richtigen Hund? Na, nicht ein richtigen Hund, ein Spielzeughund. Ach so, ja, dann ist prima. Ist klar, ja? Alles klar. So, Sie ziehen sich mal den Kittel hier ich an. Ich ziehe Kittel. Was mache ich denn? Sie ziehen sich den Kittel bitte an. Ich zieh den Kittel. Und dann rufen Sie mich herein. Dann rufe ich herein. Nein, Sie rufen mich herein. Denn hier ist das Behandlungszimmer, da hinten ist das Wartezimmer und da werde ich jetzt warten. Ja, können Sie lange warten. Bitte! Da kann man bestimmt schön warten. Ja, ja. Nur also, gut. Ich gehe warten. Ja, ist richtig. Jetzt machen wir auch noch mit Kostüm. Es wird immer schöner. Was ist das? Sehen wir, was wir hier machen können.
So. Sind so die Kittel, die Herr Preil besorgt, nicht wahr? Das ist hier. Ach so, das ist, geht so. Entschuldigung. Es war, ich weiß es jetzt, schick so, nicht? So können es, ja, so. Dauert denn das noch lange? Hat da nicht eben ein Hund gebellt? Doch, was sollte ich sagen? So, nun mal rein hier! Sag mal, ich höre wohl schlecht, was? Sie hören schlecht, müssen Sie zum Ohrenarzt, der wohnt gleich um die Ecke. Das heißt der Nächste, bitte. Ja, das ist der Nächste. Die anderen wohnen viel weiter. Wenn Sie mich hereinrufen, heißt das der Nächste, bitte. Ach. Ja, und dann müssen wir beide uns erstmal bekannt machen. Ich kenne Sie doch, Sie sind das Herrchen Peitsche. Bitte! Das gehört doch zum Spiel. Ah ja. Ich komm noch mal. Der Nächste, bitte noch mal. Guten Tag, Preil. Guten Tag, Herrich. Mein Hund ist krank. Ach ja, auch das nicht so schlimm, wie ich... Halt! Was ist denn nun wieder? Sagen Sie, was soll denn das? Was ist denn? Was ist denn? Warum haben Sie die Knöpfe hinten? Ach so, ich stehe verkehrt rum, Herr Preil. Ja. Möchten Sie sich bitte erstmal vernünftig anziehen? Entschuldigung, Herr Preil, es war vorhin so eilig und das Wartezimmer voller Hunde. Ah. Also, es ist ja alles ganz schlimm. Aber jetzt werden wir... Jetzt wird's werden. Alles wird gut, Herr Preil. Nicht vertraut. Fertig. Ist gleich geht's. Ist denn das die Möglichkeit? Entschuldigung, hier fehlt ein Stück Stoff hier oben. Dann gucken Sie mal unten. Da fehlt auch ein Stück. Das ist total verschnitten, das Ding. Wo haben Sie denn den hier? Lass mal auf. Können wir nun endlich anfangen? Jetzt können wir endlich anfangen. Also, zum dritten Mal. Mein Hund ist krank. Zum dritten Mal? Und da kommen Sie jetzt erst? Warum kommen Sie nicht beim ersten Mal? Da hätte ich vielleicht noch helfen können. Jetzt ist zu spät. Wollen Sie bitte endlich untersuchen? Ja, bitte machen Sie sich frei. Der Hund ist krank. Machen Sie den Hund frei? Also bitte schön, Sie müssen doch als Tierarzt alles erfragen. Erst einmal die Anamnese. Ist klar, bitte? Die Anamnese. Ach, der Hund heißt Anna. Wieso kommen Sie darauf? Sprachen Sie nicht von Annas Nese? Anamnese heißt Krankengeschichte. Der Tierarzt muss alles wissen. Erst einmal, ja, das ist ein Zwergpudel. Woher stammt er? Von den Zwergen. Aus welchem Zwinger? Aus dem Dresdner Zwinger. Ist denn das möglich? Zum letzten Mal jetzt. Der Hund fühlt sich elend. Ach, Hunde elend. Er kratzt sich dauernd hinter den Ohren. Ja, der denkt vielleicht über sein Elend nach, nicht? Außerdem hat er dauernd seinen Schwanz eingeklemmt. Drum ist er auch so kurz. Bitte! Wenn ein Hund sich nicht wohlfühlt, dann klemmt er den Schwanz ein. Und sowas hilft? Ach, Mensch! Was schließen Sie aus einer belegten Zunge? Er aß belegte Brötchen. Quatsch! Magenverstimmung! Guck mal. Ja, guck mal an. Was machen Sie? Was? Nachsehen. Nachsehen, jawohl. Mensch, du! Komm nicht hinten! Ach so. Machen Sie mal die Schnauze auf. Jetzt. Was mache ich nach Jahren? Beim Hund! Och, schön dumm, nachher beißt der mich. Nein, nein. Der beißt doch nicht. Ein Tierarzt darf doch keine Angst haben. Also. Mensch, geben Sie den Kittel her. Jetzt werde ich Ihnen zeigen, wie ein Tierarzt vorgeht. Sie sind jetzt der Hundebesitzer, ich bin der Tierarzt. So, da werden Sie sehen, wie das gemacht wird. Da muss jeder Handgriff muss da sitzen. Ja, Moment mal, Herr Preil, jetzt muss ich mal fragen. Sie würden also so einem Hund so richtig in die Schnauze fassen? Machen Sie mal keine Sorgen, ja? Nur Wetter. Ja, ein Tierarzt hat nämlich keine Angst. Dann kann ich ja jetzt kommen. Ja, warten Sie aber, bis ich Sie reinrufe. Ich muss erst einen Kittel anziehen. Muss doch mal fragen, ein Tierarzt hat überhaupt keine Angst? Löchern Sie mich nicht dauernd. Sie werden es ja gleich erleben, wie ich das Tier richtig anpacke. Richtig anpacken, Sie Angsthase. Aber sich einen Hund kaufen, was? Das haben wir gerne. So, Moment, ich bin soweit. Es geht los, Achtung! Bitte der Nächste! Das war natürlich beim Publikum ein Schrei der Überraschung, obwohl man sich denken konnte, dass Rolf Herrich mit einem richtigen Hund in meinem Sprechzimmer auftauchen würde, um sich für die entnervenden und andauernden Belehrungen zu revanchieren. Für die Schallplatte haben wir das Hundebellen nachsynchronisiert, um den Schlussgag, da Sie ja nicht sehen konnten, was da auf das Publikum zukam,
verständlich zu machen. In der späteren Autogrammpost bat man uns sogar des Öfteren um ein Bild mit der großen Dogge. Tja, was alles so gesammelt wird. Da ist Briefmarkensammeln etwas völlig Alltägliches. Und gerade, weil es so alltäglich erschien, reizte mich die Vorstellung, meinen lieben Freund Herrich letztlich auch noch zum Briefmarkensammler zu stempeln. Müssen Sie mir denn alles nachmachen? Na ja, gehe ich zum Pferderennen, müssen Sie auch zum Pferderennen. Spiele ich Schach, müssen Sie auch Schach spielen. Und jetzt noch Briefmarken sammeln. Oh, Herr Pall, also jetzt haben Sie mich missverstanden. Ach. Ich will doch nicht Briefmarken sammeln. Ich wollte nur zur Post schnell und ein paar Marken holen. Ich bin doch gar kein Philharmonist. Kann das... Ein Philatelist, ja? Ja. Sammelt Briefmarken. Und ein Philharmonist? Sammelt keine Briefmarken. Ein Philharmonist ist ein Musiker und kein Briefmarkensammler. Moment, das kann nicht stimmen. Ich kenne einen Musiker, der sammelt Briefmarken. Na ja, natürlich kann er ja auch nebenbei, aber ansonsten muss er Geige spielen oder muss Trompete blasen. Zum Briefmarkensammeln. Wieso zum Briefmarkensammeln? Man sagt doch, es wird zum Sammeln geblasen. Auf der Jagd wird zum Sammeln geblasen, auf einem Horn, das große Halali. Ah ja. Ja, und wer bläst das? Die Halalisten, oder wie? Die Hornisten. Nein, die stechen, die blasen nicht. Das sind die Hornisten, aber ich rede nicht von Hornisten, ja? Ich rede jetzt von der Briefmarkenkunde. Guck mal, bitte? Ich rede von der Philatelie, das ist die Briefmarkenkunde. Wie? Die Briefmarkenkunde. Herr Pall, Sie meinen der Briefmarkenkunde, nur halber, nicht? Nicht der Ordnung halber, die heißt es. Ja, die Briefmarkenkundin, das geht. Nein. So können wir uns einigen. Also bitte, dann streiten wir uns nicht, Sie sammeln ja doch nicht, ne? Ach nur, was denken Sie, was ich alles sammle? Aber, Herr Pall, wenn ich Sie so ansehe, was sammeln Sie denn schon? Aber wenn ich Sie so ansehe, da fällt es mir direkt ein, Flaschen, Lumpen, Altpapier. Bitte! Ich rede vom Briefmarkensammeln. Kennen Sie Sätze? Natürlich kenne ich Sätze. Na ja, dann nennen Sie mir mal einen Briefmarkensatz. Nennen. Einen Satz? Einen Satz. Gut, ich nenne einen Satz. Ich, Satz mit Briefmarken. Die Briefmarken kleben schlecht. Bitte. Ich meine doch das Motiv. Was wird das? Schlechte Gummierung oder was? Das Motiv auf der Briefmarke ist das Bild auf der Briefmarke. Ist das klar? Alles klar. Ist alles klar. Ja, und was ist da drauf? Da sind Gemälde drauf, da sind Blumen drauf, da sind Vögel drauf, da sind... Ach, was erzähle ich Ihnen lang? Ich habe ja mein Sammelbüchlein bei mir. Schauen Sie sich das mal an. Oh, nein, das hier kann... Na, da bitte. Das ist ja zauberhaft. Na. Bunt. Bunte Marken. Ist ja eine Schar Vögel hier. Was ist das? Eine Schar Vögel. Vögel. Das ist ein Satz Vögel. Ah ja, es ist eine Schar Vögel. Das ist ein Vogelsatz. Das. Bitte, was ist das? Ein Vogelsatz. Ah ja, es ist ein Vogelsatz. Geil. Ja. Na ja, gut, müssen wir das Lied ändern. Was denn für ein Lied ändern? Amsel, Drossel, Fink und Spatz und der ganze Vogelsatz. Ich rede von einem Briefmarkensatz und das hier ist ein Briefmarkensatz, ja? Ganz, ganz besondere Vögel, schauen Sie doch hin. Was ist das hier zum Beispiel? Ah ja, das ist eine Brieftaube. Das ist keine Brieftaube, das ist ein Wanderfalke. Guck mal. Ja, was ist das Besondere an ihm? Der fliegt nicht, der wandert. Nein, das Besondere ist sein Ruf. Was ruft der? Was kann der rufen? Das Wandern ist des Müllers. Der ruft ki. Sagen bitte eben, was ruft er? Der ruft ki. Sie wandern auch viel, weißt du? Das ist ein Raubvogel. Guck an. Genau wie dieser hier. Was ist das? Ach, das ist die Brieftaube. Das ist auch keine Brieftaube, das ist Schleiereule. Drum. Was heißt drum? Schlecht zu erkennen, so verschleiert. Ne? Bitte, was ist das? Das ist die Brieftaube. Das ist auch keine... Sag, was wollen Sie dauernd mit Ihren albernen Tauben? Kennen Sie überhaupt Tauben? Ja, kenne ich. Aus dem Märchen, Herr Pall. Da hacken die Tauben so. Da gibt es so einen Spruch. Was? Die Guten
ins Töpfchen und die Schlechten ins Kröpfchen oder so. Kennen Sie das? Ja, sag mal, Sie kennen Märchen? Ja, natürlich kenne ich Märchen. Das ist ja großartig. Ah, wunderbar. Sie wollten zur Post gehen? Zur Post, ja. Tun Sie mir einen Gefallen. Gern, ja. Bringen Sie mir meine Märchenbriefmarken mit. Ich sammle doch Märchenbriefmarken. Nichts leichter. Ja, bringen Sie mit. Ja, Moment mal, so einfach ist das nicht. Ja, schauen Sie mal, das sind also keine gewöhnlichen Marken, das sind Sondermarken, das sind Sammlermarken. Was sagen Sie da zu dem Postangestellten? Was soll ich sagen? Guten Tag. Ja, und dann? Da sagt der guten Tag. Nein, ich meine, was verlangen Sie für ein Märchen? Ja, das werde ich ihn fragen. Was verlangen Sie denn so für ein Märchen? Aber nicht so verlangen. Ich meine, das sind Märchenbriefmarken, das sind Märchenfiguren drauf. Das wie zum Beispiel die sieben Geißlein. Kenne ich doch. Ach, kenn. So, Sie kennen ja, immer kenn alle sieben. Alle sieben, alle sieben. Alle sieben ja, kennen ja. Sie, ja, ja. Soll ich beweisen? Na bitte beweisen Sie es. War mal ein Mann, der hatte sieben Söhne. Ja, das sind die sieben Raben. Schon. Ja, ja, es war ein Rabenvater. Und die wollten die ganze Welt durchziehen. Ja, das sind die sieben Schwaben. Ja, bis nach Schwaben. Aber dann kam Meister Nadelöhr und er schlug sie alle sieben und das war sein letzter Streich. Oder was ist denn das? Alles durcheinander, sieben auf einen Streich. Naja, so ungefähr. Es hat keinen Zweck, dass ich Sie zur Post schicke. Sie bringen doch alles durcheinander. Ach, Herr Prall. Das hat keinen Zweck. Nein, ich mach's nicht. Erklären Sie es mir doch genau. Was soll ich denn erklären? Ich will doch wieder was von Ihnen lernen. Gut, machen wir es, ja. Passen Sie auf, ich bin der Postangestellte. Herr Prall, bitte lassen Sie mich dem Postangestellten. Sie von Ihnen? Ja, gut, schön. Bitte. Ist der Briefmarkenkunde? Ja, Sie sind der Kunde. Ja, das Ganze ist die Post hier. Das ist der Post. Ja, das ist die Post, ja. Schön, ja? Schöne Post. So, das ist hier der Tisch, hier ja, ist eben ein Schalter, der Postbeamte sitzt. Ach, das ist ein Posträuber, oder? Nein! Der Postbeamte sitzt hinter dem Schalter. Und schaltet und waltet. Ja, nun walten Sie mal erst Ihres Amtes. Hier haben Sie mein Briefmarkenbüchlein. Ja, ich bin jetzt der Angestellte. Sie sind der Angestellte, damit Sie was zu tun haben, ja? Jetzt geht's los. So, das Büchlein, dann habe ich hier noch das. Brauchen Sie ja gar nicht. Ein Monokel. Nein. Das ist ja Das ist doch kein Monokel. Das ist kein Monokel? Nein, das ist ein Vergrößerungsglas. Das braucht der Sammler. Ach, ein Vergrößerungsglas. Damit kann man vergrößern? Ja, muss man vergrößern. Was würden Sie zum Beispiel vergrößern? Ja, zunächst mein Gehalt. Na, bitte! Dadurch betrachtet man die Marken. Eier. Ja, doch nicht mich. Ich wollte nur mal sehen, was für eine Marke auf meine Post kommt. Sag mal, spielen wir hier ernsthaft? Jetzt spielen wir ganz ernst. Jetzt geht's ernsthaft. Richtig los. Also ich komme. Jawohl. Kommt durch eine Tür. Ist recht. Herr Prall. Bitte, was denn nur schon wieder? Gar keine Tür da. Doch nur angenommen. Gut, ja, ja. Also. Vorsicht! Was denn? Stufe. Ist doch gar keine Stufe da. Ja, doch nur angenommen. Also ich komme jetzt noch mal. Oh, das ist ein Kommen und Gehen hier, es muss die Hauptpost sein. Hier. Ich komme jetzt. Ja, es wird auch Zeit, wir schließen gleich. Wollen Sie mir vielleicht jetzt etwas ernsthaft entgegenkommen und höflich vor allen Dingen? Höflich, ja, ich komme. Sie bleiben hinter Ihrem Fenster. Ach, hier ist ein Fenster. Natürlich. Da will ich es erstmal öffnen, ich glaube, hier gibt es noch dicke Luft. Moment, nicht so. Jeder Schalter hat doch ein Fenster, das brauchen Sie nicht zu öffnen. Da ist doch ein Loch drin. Ach, schon kaputt? Na, nicht doch. Das ist ein Sprechloch. Ja. Das ist ein Sprechloch. Ah, ja. Das ist hier in dieser Höhe, ist das Loch in der Scheibe drin? Ja, ja, durch dieses Loch wird gesprochen, ist das klar jetzt? Herr Weiß, ist jetzt alles klar. Wir können jetzt richtig anfangen. Wirklich? Ja, 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 ja. Kann ich mich doch verlassen? Sie können sich jetzt alles Gott, wunderbar, ich komme jetzt. So, jetzt endlich, Gott sei Dank. So. Entschuldigen Sie, mein Loch war noch geschlossen. Hey. Kann ich jetzt bitte endlich meine Marken bekommen? Ja, aber bitte nicht in diesem Ton und stellen Sie erst mal hinten an. Was soll ich hinten anstellen? Haben Sie noch nie eine Post gesehen mit einer Schlange? Keine richtige Post. Das ist ja auch keine richtige Schlange. Guten Tag. Guten Tag. Spielen wir jetzt? Jetzt spielen wir. Guten Tag. Guten Tag. Ich muss nicht mehr aufregen. Ach, überhaupt nicht, Herr Preis. In aller Ruhe jetzt. In aller Ruhe. Ja, mein Kunde. Guten Tag. Guten Tag. Ich habe festgestellt, mir fehlt etwas. Herr Preis, ich muss Ihnen ehrlich sagen, ich habe schon lange festgestellt, dass Ihnen was... Ich möchte bitte Brüderchen und Schwesterchen. Jetzt noch? Das ist...
Spätschon. Verstehen Sie mich denn nicht? Ja. Ich möchte bitte Brüderchen und Schwesterchen. Ja, Herr Breit, bis hierhin ist alles klar. Ich muss Sie nur darauf aufmerksam machen, hier ist die Post und nicht der Klapperstorch. Bitte da. Ich weiß nicht. Das ist doch ein Märchen. Ja, warum erzählen Sie es mir dann? Das ist ein Märchen von Grimm. Sag mal, hat Ihre Großmutter denn früher nie Märchen vorgelesen? Ja, hat sie gemacht. Hat sie denn nicht Brüderchen und Schwesterchen vorgelesen? Nein, nur mir. Ich war ein Einzelkind. Was ist das? Kommen Sie her und schauen Sie das an. Das sind Märchenmarken und das ist Brüderchen und Schwesterchen, ja? Schön, ja. Das ein Märchen von Grimm? Ah, ja. Und wer ist das hier hinten? Das ist Frau Grimm. Ach, dummes Zeug. Das ist Ihre Mutter. Ach, das ist meine Mutter? Dann nehmen Sie doch die Lupe und vergrößern Sie die Mutter, dann sehen Sie es genau. Die Mutter. Oh, jetzt wird sie groß. Das ist eine Großmutter. Nehmen Sie den Daumen darunter. Warum denn? Na ja, Sie verletzen doch die Zähne. Wen bitte? Sie verletzen die Zähne. Von der Großmutter? Nein, außen herum. Die Großmutter hat die Zähne außenrum. Falsch! Die hat falsche Zähne, ja, ist klar. Nein, ich meine doch die Zacken. Die Großmutter hat Zacken. Ach, was? Die Briefmarke hat Zacken und diese Zacken nennt man Zähne. Ach, die Zähne nennt man Zacken. Also jetzt hören Sie auf, Herr Ball. Ich kriege ja Zackenschmerzen hier. Jetzt spielen wir endlich. Kommen wir bitte zur Sache. Na, das wird Zeit. Ich habe hier einen Brief. Eine Drucksache? Nein. Nein. Das ist ein ganz gewöhnlicher Brief. Ach so, sehr schön, ja. Was steht denn drin? Den habe ich doch geschrieben. Da müssen Sie ja wissen, was drin steht. Das interessiert doch niemanden. Ach, das interessiert niemanden. Brauchen wir den Brief ja nicht abschicken. Den Postbeamten interessiert nur die Adresse, sonst nichts. Ach, das ist interessant. Dem Posteingestellten interessiert nur die Adresse? Sonst nichts. Ja. Herr Breit, jetzt habe ich alles verstanden. Jetzt können wir richtig an. Dann los, frankieren! Nach Frankreich. Gut. Na, nicht los! Herr Luftpost! Ja, das geht nicht, Herr Breit. Wir haben im Augenblick keine Brieftauben. Doch keine Brieftauben, bitteschön! Na gut, nehmen wir Ihren Wanderfalken hier. Der macht's auch. Ja, zack. Bist du meine guten Marken? Warum kleben Sie es denn auf die Rückseite? Das ist gleich für einen Rückflug. Nee, doch. Ist denn das so schwer? Ja, schwer. Oh, der hat ja Übergewicht, das wird der Falke gar nicht schaffen. Nehmen wir noch die Eule dazu. Nee, warte, das prima, kann weg. Schluss, aus, raus. Schluss, aus, raus. Jetzt will ich Ihnen zeigen, wie es auf der Post zugeht. Ach, du liebes. So, haben Sie einen Brief? Ich habe keinen Brief, nein. Sie haben keinen Brief? Na, was denn? Ich wollte ja nur zur Post schnell rüber und wollte eine Postanweisung aufgeben. Eine Postanweisung? Nehmen Sie die Postanweisung, dann werde ich Ihnen zeigen, wie es gemacht wird. Herr Frey, eine Frage, den Postangestellten interessiert nur die Adresse, sonst nichts. Sonst nichts. Herr Frey, ich komme jetzt. Bitte kommen Sie. Guten Tag. Guten Tag. Guten Tag, sehr verehrter Herr Brieföffner. Bitte. Na, Sie wissen ja. Ich habe hier eine Postanweisung. Ja. Möchten Sie Märchenmarken? Möchten Sie eine Sondermarke? Vielleicht ist der Empfänger Sammler, bitteschön. Hätten Sie Knüppel aus dem Sack? Sag mal, wen ist denn das? Das ist ja mich! Ja, eben drum. Ich wollte Ihnen endlich die 100 Mark zurückschicken, wissen Sie die? Na, die brauchen Sie mir doch nicht zurückschicken, die können Sie doch gleich hier geben. Finger weg! Aua! Den Postangestellten interessiert nur die Adresse, sonst nichts.